Hallo, hier ist Philipp von den Fahrschulhelden. Herzlich willkommen im nächsten Video. In diesem Video möchte ich mich mit einer Frage, die ihr recht oft stellt, beschäftigen. Und zwar geht es um das Thema erste Fahrstunde. Welche Tipps würdest du mir vor der ersten Fahrstunde geben? Und ich konzentriere mich dabei auf die drei wichtigsten Tipps. Ja, das besprechen wir direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen zurück. Jetzt geht es um die wichtigsten Tipps, die Sachen, die man seinen Fahrschülern auf jeden Fall vor der ersten Fahrstunde sagen sollte. Ja, ich als Fahrlehrer habe die bei mir im Handy einfach in den Notizen gespeichert. Das heißt, ich kann die Copy-Paste einfach in WhatsApp reinhauen und ja, mit WhatsApp kontaktiere ich meine Fahrschüler. Den schicke ich dann einfach eine WhatsApp mit diesen Tipps drin, damit sie genau wissen, was sie zu tun haben. Das führt halt zu keinen Missverständnissen. Das würde ich dir empfehlen, auch als Fahrlehrer. Als Fahrschüler sage ich dir die drei Sachen jetzt. Nummer eins. Und jeder, der diesen Teil beziehungsweise der diesen Kanal schon ein bisschen mitverfolgt, wisst ihr, weiß, dass ich da schon ein bisschen anders bin. Ja, mir sind die Klamotten unglaublich wichtig bei euch. Mir ist das jetzt noch aufgefallen hier im Winter. Wir haben jetzt gerade Winter. Da kommen die Fahrschüler mit Mütze, mit Schal, mit dickem Hoodie, mit einer Daunenjacke, was ja gar nicht schlecht ist. Ne? Da kommen die alle zur Fahrstunde, setzen sich ins Auto rein. Und sagen, ja, ich möchte das, wir können jetzt losfahren so. Und dann finde ich schon mal sehr komisch, vor allen Dingen bei Mädels dann zu sagen, zieh doch mal bitte deine Jacke aus. Da werde ich nicht immer so angeguckt, so. Das kommt schon strange, ja. Aber die merken es dann meistens nach einer Minute 30, wenn wir mal ein bisschen gearbeitet haben, dass man anfängt zu schwitzen. Ja, auch Mädchen können schwitzen. Und dann kollabieren die mir im Auto. Das finde ich total uncool, ja. Also angemessene Klamotten. Und ich würde dir wirklich raten, einen dünnen Pullover, eine normale, bewegliche Hose. In den ersten Fahrstunden ist sogar so eine Jogginghose voll okay. Ja, würde ich euch auch raten, im Sommer sogar kurze Hose. Das ist ganz cool, ja, weil da könnt ihr euch richtig bewegen drin. Und euer Körper kann atmen. Das ist cool. Ja. Und ein Nebeneffekt für alle Fahrlehrer, wenn man so 5, 6 Fahrschüler am Tag im Auto hat, die da so über den Fahrersitz drüber rutschen, ja, und jeder schwitzt davon, dann ist das ganz schön widerlich. Ja, spätestens, also wenn das so ist, dass der erste Fahrschüler das Auto verlässt und der zweite beim Hinsetzen schon einen nassen Rücken kriegt, ist das widerlich. Ja? Und wenn du denkst, ja, das sind doch meine Fahrschüler, das ist mir ja egal, ja, so Fahrlehrer gibt es ja. Spätestens, wenn du irgendwann mal nach Hause fährst, setzt du dich in diesen Sitz auch rein. Ich würde also empfehlen, dass du dir eine Sitzauflage kaufst. Ja, entweder für dich, die du nur für dich nutzt. Wir persönlich haben die in der Fahrschule auch einfach für jeden Fahrschüler, weil das hygienischer ist. Ja, oder du nimmst, was wir halt auch teilweise in den Autos haben, so Leder oder Wildleder oder Leder-Hybrid-Zeug da, wie das auch immer heißt, Napperleder oder was auch immer. Das kann man abwischen und das ist auch hygienischer. Außerdem, wenn ihr die Fahrschüler in den Sitz reinschwitzen lasst, stinkt das Auto irgendwann. Typisch Fahrschulwagen, so ein bisschen muffig, ekelhaft, verwesend, finde ich total ekelhaft. Und der Kunde kommt rein und denkt, du verwest. Ja, und das ist ekelhaft. Ja, dann noch weiter zu den Klamotten. Also alles egal, denk nur an deine Brille. Ja, das gehört für mich auch ein bisschen zu Klamotten. Denk daran, dass du die dabei hast. Und Schuhe. Vor allen Dingen die Mädels. Bitte keine komischen Ballerinas, bitte keine High Heels. Für die Jungs bitte keine Arbeitsschuhe oder so Springerstiefel oder sowas. Die sind alle nicht beweglich genug. Ihr müsst einen Schuh haben, der fest am Fuß sitzt. Und wenn man den so in die Hand nimmt, muss der sich biegen lassen. Dann ist der gut. Ihr werdet auch merken, dass ihr in der Ausbildung so einen Lieblingssneaker für die Ausbildung findet. Und das ist auch richtig so. Bitte nicht barfuß kommen, hat auch schon einer probiert bei mir. Festes Schuhwerk ist vorgeschrieben und auch ganz wichtig, ja, für einen richtigen Grip. Auch wenn ich mich da mal streiten musste wegen. Ja, unnötig, aber wahr. Ja, also das würde ich beachten. Also äußerst unhygienisch kann das sein und du kollabierst mir im Auto. Und da kommen wir direkt zum zweiten Teil und zwar das Kollabieren im Auto. Wenn du nichts zu trinken mitnimmst, und wir haben die erste Fahrstunde zusammen, dann wird das ganz schön anstrengend für dich, weil ich zum Beispiel ein Fahrlehrer bin, der sehr gerne arbeitet in den Fahrstunden. Das bedeutet, du arbeitest.
Ja, ich möchte dann, dass wir was lernen. Und wir meine ich eigentlich dich. Ja, und das heißt, ich werde dich in Situationen bringen, die dich anstrengen. Und dann wirst du schwitzen. Und wenn du halt einen schlechten Tag hattest, weil du heute auch Sport hattest und alles Mögliche, dann kann es durchaus sein, dass du mir im Auto kollabierst. Und das möchte ich nicht. Und deshalb nimm bitte immer was zu trinken mit und leg das in die Fahrerseite, in die Tür. Und dann musst du auch noch ein bisschen die Cojones haben, dem Fahrlehrer zu sagen, hey, ich möchte mal gerade einen Schluck trinken. Vor allen Dingen die Mädels, das traut ihr euch meistens nicht. Dann sage ich euch das. Und da komme ich mir sehr diktatormäßig rüber. So wie, jetzt wird getrunken, jetzt wird gefahren, jetzt wird pausiert. Ja, und das ist ein bisschen doof. Ja, also genauso doof ist es, meinem Fahrschüler zu sagen, dass er die Klamotten ausziehen soll. Ist es doof, denen zu sagen, dass sie trinken sollen. Also das sind so Sachen, die sollte man hinkriegen. Genauso, manche Fahrschüler trauen sich auch in der Fahrstunde nicht zu sagen, dass sie auf Toilette müssen. Und da sind schon schlimme Dinge in Fahrschulwagen passiert. Also nicht, dass ich damit Erfahrung hätte. Ja, aber da sollte man, auch wenn man erwachsen ist, drüber reden können. Und jetzt kommen wir zum dritten, mich am meisten nervenden Punkt, weil die anderen kriege ich relativ schnell abgearbeitet. Ich kann sagen, hier, vor allen Dingen, wenn wir uns bei dir zu Hause treffen oder dein Fahrlehrer zu dir nach Hause kommt, dann kann der noch sagen, hier, geh noch mal rein, zieh mal was Lockeres an oder sowas. Ne? Das kann er noch sagen. Und auch bei dem zu trinken, es ist so, dass ich mittlerweile Getränke im Auto habe. Ich habe zwar keine Minibar oder sowas, aber so ein Sixpack, die gute alte Saskia hier von Lidl ist das, glaube ich, ohne da Werbung dafür machen zu wollen, ja, habe ich immer im Auto. Das heißt, bei mir stirbt niemand. Ja? Als Fahrlehrer noch ein Tipp. Irgendwas mit Zucker sollte man immer dabei haben, weil es gibt leider auch Diabetiker, die manchmal ein bisschen unterzuckern durch die Anstrengung. Ja, hatte ich noch nicht, aber ich musste schon einer Fahrlehrerin helfen. Ja, ich habe Zucker im Auto. Also nicht so ein Kilo oder so, sondern so ein paar Bonbons oder so. Hilft meistens. Der dritte Grund, beziehungsweise die dritte Sache, die du vor der ersten Fahrstunde machen solltest, ist dich vorbereiten. Leute, es gibt Fahrschüler, das glaubt ihr mir nicht, die kommen zum Auto und wissen teilweise nicht, wie der Schlüssel funktioniert. Ich habe leider gerade keinen hier. Aber die wissen noch nicht mal, wie dieser Schlüssel funktioniert, wie Schloss auf Schloss zu funktioniert. Das wissen die nicht. Die suchen dann das Zündschloss und suchen den Schlüssel an diesem Kästchen. Ja, und dann sind die total verwirrt. Das ist ganz anders als bei meinen Eltern. Oder ich habe noch nie einen Schlüssel vom Auto in der Hand gehabt. Ja, das sollte man vorher machen. Man kann bei den Eltern mal gucken, wie man ein Auto auf- und zuschließt. Also das sollte man schon mal gemacht haben. Genauso peinlich wird es dann, wenn ich dich mal bitte, dein Fenster runterzumachen. Und die meisten Fahrschüler können noch nicht mal ihr Fenster runtermachen. Und da bin ich immer überrascht. Seid ihr die Queen oder seid ihr König von Deutschland, dass euch das Fenster runtergelassen wird, wenn ihr danach klatscht? Ja, das ist manchmal ganz schön affig. Dann lache ich die Fahrschüler raus. Ich habe deine Mama bis jetzt immer dein Fenster runtergemacht. Ist gemein, aber es zieht. Und das kann nicht sein, Leute. Setzt euch bei euren Eltern mal ins Auto rein. Lasst euch mal erklären, wo der Schaltknopf ist. Lasst euch mal erklären, wo das Lenkrad ist, wo der Blinker ist. Und so allgemein mal ein bisschen im Auto rumgucken. Da gibt es auch so Spiegel und sowas. Das könnt ihr alles schon vorher machen. Wie stellt man einen Sitz ein? Wie sitzt man gut im Auto? Das sollte man wissen. Ja, natürlich kann euch der Fahrlehrer das alles erzählen. Na klar kann er das machen. Aber ihr seid doch meistens die sich beschweren. Fahrschulen fahren viel zu viele Fahrstunden. Wenn ich alleine 3 Fahrstunden brauche, um dir zu erklären, wie man einen Sitz einstellt, hier unten, oben und alles Mögliche, dann wird ein Führerschein halt 5.000 Euro kosten. Und wer ist dran schuld? Du, nicht der Fahrlehrer. Und das ist so eine Sache, die ihr besser machen könnt. Also, richtige Klamotten, da was zu trinken mitbringen und vorbereitet sein. Und dann wird die erste Fahrstunde zwar kein geiles Erlebnis oder so, aber kein schlimmes Erlebnis. Dann wird sie nur so stressig, wie sie nun mal ist. Weil ich will dich gar nicht belügen. Die erste wird stressig, die zweite auch noch. Und dann wird es meistens cooler. Ich wünsche dir viel Spaß in deiner Ausbildung, egal ob bei mir, bei uns in der Firma oder in deiner Fahrschule. Du bist wahrscheinlich in sehr guten Händen und da freue ich mich drüber. Schreib mal unten drunter deine Erfahrungen in der ersten Fahrstunde. Wie hast du dich angestellt? Warst du super geil? Warst du super scheiße? Ich persönlich kann mich an meine erste B-Fahrstunde gar nicht mehr erinnern. Habe ich schon wieder komplett vergessen.
Naja, so ist das Leben. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Lass mir vielleicht ein Like da, vielleicht auch ein Abo. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Philipp, bis dann. Ciao.